und da. Das heißt, ich nenne euch jetzt zwei Situationen oder Tätigkeiten oder Orte und ihr sagt mir, was in beiden Fällen passend gesagt werden kann. Dinge, die man beim Proktologen und im Auto sagen kann. Till, was ist ein Proktologe? Nur, dass wir alle auf einem, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass du was anderes... Ein Po-Arzt. Firma dankt. Das kann man übrigens, das war schon die Antwort übrigens. Firma dankt. Ja, das kann man beim Proktologen sagen und im Auto. Alex, was kann man noch sagen beim Proktologen und im Auto? Ich hasse es, wenn mir einer hinten reinfährt. Phyllis. Ist das eine Ass-Klasse? Wow! Oder ein Polo? Wow, krass. Polo kann richtig abgekürzt werden für Polo. Oh. Ich noch nie in meinem Leben drüber nachgedacht. Da, sag mal, Till. Ja, Cottbus Stadt? Natürlich auf eins. Gib ein Cottbuser Tor. Ja, warum? Weil die Leute wissen wollten, wo geht's hin nach Cottbus? In die verheißungsvolle Stadt. Das ist das Venedig der Uckermark. Und ich weiß, dass es nicht in der Uckermark ist. Das weiß die Uckermark auch. Aber die sagte, ja, das ist unser Venedig. Geil, 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 Cottbus. Ja, Stuttgarter Tor gibt's gar nicht. Will keiner hin. Stuttgarter Platz gibt's. Den nehmen die Leute Heroin. Und da denkt man sich, aber es ist besser als Stuttgart. Also, Cottbus, Platz 1. Alle anderen beiden interessieren mich nicht. Platz 1 interessiert mich. War ja, hat sich ein bisschen was angestaut, sorry. Ja. Wir haben noch eine zweite Frage. Und zwar will ich von euch wissen, Dinge, die man bei der Geburt und beim One-Night-Stand sagen kann. Till. Ich kenne auch nicht mal deinen Namen. Ich weiß nicht, wie du heißt, darum nenne ich dich Baby. Nice, gefällt mir sehr. Oh shit, das Kondom ist geplatzt. Der dauert ein bisschen. Till, was kann man denn sagen bei der Geburt und beim One-Night-Stand? Ich fand toll, dass mein Partner die ganze Zeit die Hand gehalten hat. Alex. Das kann man sich jetzt gar nicht vorstellen, aber der wird noch ganz groß. Would you rather? Also, ich gebe euch ein Dilemma und ihr müsst euch entscheiden, die witzigste Begründung gewinnt. Runde 1. Hättet ihr lieber 100 Elefanten in Hühnergröße oder ein Huhn in Elefantengröße? Kennt ihr diese verzweifelten ersten Tinder-Nachrichten, die Männer schicken? So ein Mann, der 100-mal Hi, wie geht's versucht hat und keine Antwort bekommen hat und dachte so, jetzt habe ich das mit den Elefanten. Nächste Woche bin ich verheiratet, wenn das so ist. Es ist das Huhn in Elefantengröße, natürlich. Warum? Ein Ei, hast Eiweiß für eine Woche. Ja. Mega geil. Kannst ja, auch, ich finde auch 100 Elefanten viel zu quirlig. Ich weiß nicht, die haben unterschiedliche Charaktere, erinnern sich immer an alles. Schwierig. Ein Huhn erinnert sich an gar nichts. Oh ja. Felix, was würdest du sagen? Ich würde eher 100 Elefanten in Hühnergröße nehmen, weil Warum? Ich glaube, dass Chicken McNuggets mit dem Rüssel richtig süß aussehen. Wie war nochmal die Frage? Funktioniert recht simpel. Ich gebe euch die Antwort und ihr nennt mir die Frage dazu. Till, die Antwort ist, weil meine Eltern das so wollten. Wie lautet die Frage? Moritz, warum bist du mit deiner Frau zusammen? Weil meine Eltern das so wollten. Warum weiß Till nicht, dass wir Geschwister sind? Weil meine Eltern ihn nicht wollten. Wow. Geil, und alle, alle sind so ein bisschen, stimmt das wirklich? Ja, siehst du? Aber jetzt wo ich es sehe, ne? Ja, die Energie und alles, das kommt ja nicht, dieser Wahnsinn in den Augen. Nee, nicht die Energie, einfach nur dein Aussehen. Energie, aber egal. Ganz unangenehm. Ja, wir Geschwister, wir streiten uns immer und necken uns ein bisschen. Wow. Sorry, kleiner Exkurs. Können wir unsere Zeit auch haben, danke. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Hate aus Leidenschaft. Aufgabenstellung ist folgende. Ich werde den dreien jetzt gleich positive Good Feelings, kennt ihr diese Feel-Good-Nachrichten, positive Nachrichten, endlich mal das. Das zeige ich euch und ihr müsst mir dann Hasskommentare verfassen. Die gute Nachricht ist, Neuseeland verteilt gratis Tampons und Binden. Und ich muss meine Kondome nur selber kaufen, oder was? So. Hey, einmal! Und wir sind right on track! Oh, der Move hat aber alles wieder kaputt gemacht. Ja, ja.
ey, ganz ehrlich, what? Das erste, was ich gedacht habe, das genau können wir rausschneiden. Genau in die Richtung hätte ich auch. Ja. Habe ich noch nie in meinem Leben gemacht. Ja, aber es ist genau, aber es ist genau das toxisch-männliche, was die Person braucht, so einen Kommentar schreibt. Oder Leute! Ich box Feministen! Phyllis, wie lautet der Gaskommentar? Warte mal, und was kriegen wir Männer gratis? Endlich gut gelaunte Frauen? Sauer! Nailed it! Das wirst du nicht hören. Und ihr erzählt mir jetzt gleich, ich gebe euch Situationen oder Orte vor und ihr sagt mir, was man da nicht hören will. Leicht erklärt, aber nicht leicht gespielt, meine Damen und Herren. Dinge, die man nicht in der U-Bahn hören möchte. Till. Hallo, mein Name ist Phyllis Taschka. Und mein nächster Song heißt Never Felt So Free. Fabi. Das ist mehr ein Geräusch. Bluetooth-Speaker on. Phyllis. Guck mal, die S-Bahn. Till, noch was? Nächster Halt, Spandau. Das Material ist sehr Berlin-spezifisch. Das wird. Naja, also auch Menschen in Duisburg haben YouTube, wollte ich nochmal sagen. Auch Menschen in Duisburg hassen Spandau. Ihr müsst mir sagen, was das ist und denkt dran, nicht die richtige, sondern die witzigste Antwort gewinnt. Also das kenne ich natürlich, ich habe einen Vorteil, weil als Tierärztin muss man ja oft so Kühe rektalisieren, also so in ihr Arschloch reingreifen und da spritzt es manchmal ins Gesicht. Und so ist man mega safe. Also ja, ich wollte nicht Kuhscheiße im Gesicht haben, ist nicht so geil. Finde ich gut. Finde ich gut. Ja, es könnte auch, vielleicht ist es auch so die neue Mütze für Hipster in Kreuzberg. So, nö, sieht geil aus, auf jeden Fall. Ja. Wie trägt man die? So, auf der Schulter. Das ist einfach anders. Das ist, hat anders nicht jeder. Cool. Hat nicht jeder. Ist gut. Hält mich im Winter nicht warm, aber ich sehe cool aus. Ja, voll. Ja. Es ist tatsächlich relativ nah dran an der echten Antwort. Und zwar ist das, ungelogen, ein Travel-Kopfkissen. Gib das mal weiter an Till, weil das wollen wir alle einmal sehen. Danke, dass ich das nicht mache. Ja, du hast Ehre. Aber ich glaube, na, andere Seite, andere Seite. Ja, Mars Attack. Ja, klasse. Ich werde schon ganz schläfrig. Sieht gut aus, also. Hingucker. Ja, oder? Man kommt auch cool rüber. Ja. Okay, schmeiß weg das Teil. Wir haben noch ein... Alter, wie geil er sich gefeiert hat. Das ist so schön. Na ja, wie du für 3 Sekunden cool warst, ich lieb's. Und das ist alles Teil der Show. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, hier ist ein Video, da ist ein Video. Wir scheißen euch zu mit Videos. It's